Die Debatte um die Legalisierung von Cannabis ist derzeit am Kochen. Also, ich sag mal so, weil alle saufen, sollen jetzt auch alle kiffen. Nein, dürfen. Das ist so billig, das ist zu wenig. Zu wenig, zu viel. Erst sollten es 30 Gramm sein, dann 20 Gramm für den persönlichen Konsum. Dann war sogar noch innerhalb der Ampel Streit um eine THC-Obergrenze für die zwischen 18 und 21 Jahre alten Personen. Auf das Ziel unseres Bundesjustizministers, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können. In Gefahr ist, was die Bundesregierung jetzt tun sollte und was das alles mit dieser Aussage. Und wenn das nicht machbar ist, wenn wir es so nicht bekommen, von Karl Lauterbach zu tun hat, erfährst du jetzt in diesem Video. Sollte es also tatsächlich so sein, dass die von der Bundesregierung eingeschlagene Interpretationslösung, sich zu möglichen entgegenstehenden Europa- und Völkerrecht zu äußern, gleich im doppelten Sinne und im wahrsten Sinne nicht bei der EU-Kommission angekommen sein, so schrieb es nämlich die Legal Tribune Online, Brüssel warte immer noch auf Post von Lauterbach, könnte sich unsere Sorge, dass die Legalisierung sich verzögern kann, tatsächlich bewahrheiten. Wir haben den deutschen Entwurf noch nicht erhalten und warten auf die von der deutschen Behörden erwähnte Konsultation, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission auf Anfrage der Legal Tribune Online. Unsere größte aller Sorgen, dass die Legalisierung von der Europäischen Kommission so nicht zugelassen wird, könnte sich also bewahrheiten, bevor die hitzigen Debatten um eine sofortige Entkriminalisierung endlich Fahrt aufnehmen. Schließlich sagte Lauterbach bei Lanz, dann bin ich nicht mehr derjenige, der das Gesetz macht. Wenn es dir zufällig so gehen sollte, da platzt mir verdammt nochmal der Kragen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist das allerletzte. Keine Panik. Erstens macht unser Bundesgesundheitsminister keine Gesetze, sondern Bundestag und Bundesrat. Zweitens werden Gesetze vom Bundespräsidenten ausgefertigt. Und drittens hat unsere Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge Lauterbach so verstanden. Und ich hatte zumindest Karl so verstanden, weil einige ja geschrieben haben, oh, dann ist es komplett gestorben und so. Selbst wenn die EU sagt, ja, so geht das nicht, da kann man zwar keinen Gesetzesentwurf auf Grundlage der vorliegenden Eckpunkte machen, aber da muss man sich halt eine andere Grundlage suchen. Und ich würde sagen, das ist mal das Minimalste. Wenn du jetzt wissen möchtest, ob der Zeitplan der Bundesregierung insgesamt realistisch ist und wie die Antworten auf all diese Fragen lauten, gibt es jetzt meine Lieblingsfakten zur Legalisierung. So, wir kommen jetzt endlich zum spannenden Teil und die Beantwortung der Frage, ist die Entkriminalisierung wirklich der Mindestoutput, also das Mindestergebnis? Ja, man kann es so sagen. Grundsätzlich wird bald mindestens jeder von uns gewisse Mengen für den persönlichen Gebrauch jederzeit besitzen können. Hierzu gibt es auf jeden Fall verschiedene Wege, auf denen dieses Ziel erreicht werden kann. Und wir schauen hier mal gemeinsam in die Vorschrift des Paragraphen 31a Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz. Der sieht Folgendes vor. Hat das Verfahren ein Vergehen nach 29 zum Gegenstand, also sagen wir mal einen geringfügigen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wegen Cannabis zum Gegenstand, so kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringen Mengen an Bord herstellt, einführt und oder. Und dazu muss man wissen, dass es natürlich auch in NRW Richtlinien gibt zur Anwendung dieser Vorschrift. Das sehen wir hier ganz gut. Einmal in den Justizverwaltungsvorschriften des Landes NRW zur Anwendung des 31a Absatz 1 BTMG. Und in dieser Richtlinie wird auch nochmal Bezug genommen auf die sogenannte Cannabis-Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 1994. Und die sagt ja, hey, zum Eigenverbrauch ist es alles kein Thema. Es soll generell auch aus Verfassungsgrundsätzen eingestellt werden, insbesondere wenn es sich hier um weniger als 10 Gramm Cannabisprodukte zum Eigenverbrauch handelt. Allerdings sieht man hier in dieser Entscheidung, die damals ja auch nochmal ganz konkret sagt, in den Fällen, in denen nur der Eigenverbrauch im Raum steht, werden die Strafverfolgungsorgane nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung des deren 31a BTMG bezeichneten Straftaten grundsätzlich abzusehen haben. In der Praxis passiert das nicht und deswegen ist es umso erfreulicher, dass jetzt hier in Niedersachsen im Koalitionsvertrag verankert ist, nämlich, und das ist super, die konkrete Anordnung, dass nach 31a
jetzt endlich zum Zwecke der Entkriminalisierung eingestellt werden soll. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir hier sehen, dass nämlich hier dieser Koalitionsvertrag extra nochmal in die Legalisierung aufgreift, ist, sage ich mal, sehr, sehr besonders. Wir sehen hier, bis zu der bundesgesetzlichen Änderung der Entkriminalisierung von Cannabis zum Eigengebrauch werden in Niedersachsen die entsprechenden Erlasse überarbeitet, damit wir bereits jetzt alle Fälle des Besitzes einer geringen Menge von Cannabis entkriminalisieren können. Also ich würde mal sagen, good news für alle. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Lieb, eine Vereinigung mit weltweiter Größe, mit über 150.000 Unterstützern, in Deutschland mit ganzen 150 Unterstützern, hat die sogenannte Paderborner Erklärung erlassen. Das ist eine Erklärung zum Erlass einer Vorschrift, die eine sofortige Entkriminalisierung ermöglichen kann. Hier sitzt an der Vereinsspitze ein Mann, den wir alle kennen, Jugendrichter Andreas Müller, der hier nochmal ganz besonders darauf hinweist, dass jetzt Zeit zum Handeln ist und zwar sofort. Er ruft außerdem der Verein insgesamt auf zu einem Spendenaufruf. Das ist nämlich sehr wichtig, damit diese Entkriminalisierungsdebatte endlich Zug annimmt. Und das Ganze geht mit einem sehr kleinen Preis los. Es ist auf jeden Fall nur ein sehr kleiner Jahresbeitrag für dich. Es geht los bei 30 Euro im Jahr, aber ein großer Schritt für die Legalisierungsdebatte insgesamt. Hier noch ein schöner Tweet von Christine Lüttke, der das Bild einer geschlossenen Ampel nochmal deutlich zeichnet. In dem Tweet forderte sie vor einigen Tagen auf, den Gesundheitsminister endlich dazu zu bringen, einen Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis zu erarbeiten und vorzulegen und auf die EU nicht untätig zu warten, denn das sei keine Option. Das ganze Bild komplettiert Dr. Kapat Gonta, die ebenfalls nochmal denselben Post 4 Minuten später gebracht hat, um hier zu zeigen, seitens der Grünen, der FDP und auch der SPD, dass jetzt endlich der Gesetzesentwurf zur EU-Kommission geschickt werden soll und die ganze Legalisierung jetzt endlich angestoßen werden kann. Das ganze Bild wird nochmal wunderschön abgerundet, wenn wir uns hier nochmal einen Ausschnitt aus dem Instagram-Live zwischen Carmen Wecker und Heidenblut Dirk anschauen, in dem die Forderung nach Social Clubs sehr klar deutlich wird. Was mir oder uns auch fehlt, sind die Social Clubs, also die Cannabis Social Clubs, wo man ja auch nochmal über sozusagen den Eigenanbau, wenn auch in Vereinsstruktur, reden. Ich finde, auch das muss noch in irgendeiner Form ausgekleidet werden. Und da müssen wir zumindest mal die Frage stellen, also ich persönlich würde ja sagen, das ist auch so ein Punkt, der eigentlich nicht zwingend EU-zustimmungspflichtig ist, wenn ich mich nicht alles täuscht. Gibt es das ja auch in Spanien, also das heißt im EU-Raum schon, das heißt, es ist ja nicht so ganz ungewöhnlich und bisher scheint mir da ja nichts passiert zu sein. Ja, ich meine, Malta ist auch mit Cannabis unterwegs und ich glaube sogar Belgien denkt aktuell darüber nach. Also ich gehe davon aus, dass das geht. Mein Fazit zum Zeitplan der Bundesregierung sieht wie folgt aus. Also eine Entkriminalisierung mit Social Clubs und gemeinschaftlichem Anbau ist auf jeden Fall 2023 möglich. Das geht sehr zügig, wie von Lieb auch in der Paderborner Erklärung vorgeschlagen, möglich. Was wir natürlich alle wollen, ist eine staatlich kontrollierte Handelskette, eine Supply Chain innerhalb Deutschlands, die noch viel mehr erlaubt. Und das kann nur gehen, wenn jetzt endlich auch der Gesetzesentwurf zur EU-Kommission geht. Und ich denke mal, wir wissen jetzt alle, dass dies möglich ist, der Gesetzesentwurf mit Sicherheit schon längst ausgearbeitet ist und jetzt nach Brüssel geht. Ich bedanke mich für das Video bei euch allen. Lasst gerne ein Abo da, ist wirklich der größte Support, den ihr mir leisten könnt. Und schaut gerne mal rein in der Community oder auch auf der Seite der Academy und sagt mal bis zum nächsten Mal und danke euch.